Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichtswelt und heute mit einem Video, auf das ihr schon länger gewartet habt. Ich habe schon vor, also schon über einen Monat her, da habe ich ein Gespräch mit Panasonic gehabt und ich hatte euch vorher in den Community News gebeten, wenn ihr Fragen habt zu den neuen Panasonic-Geräten, dann könnt ihr die da stellen und ich stelle sie mit und versuche dann mal, dass ich da Antworten drauf bekomme. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dabei einen kleinen Fehler gemacht. Der Fehler war, dass ich vielleicht erst die Videos zur neuen Panasonic hätte machen sollen und dann die Fragen hätte stellen lassen sollen. Das ist aber im Moment immer so das Problem, dass wir natürlich Urlaubszeiten haben und da natürlich auch die Mitarbeiter von Panasonic ab und zu mal in Urlaub gehen wollen und. Und das wäre dann alles so ein bisschen in die Urlaubszeit gelaufen. Und deswegen habe ich das jetzt so rumgemacht und euch die Fragen zuerst stellen lassen. Wenn ihr noch weitere Fragen nach diesem Video, noch weitere Fragen zur Panasonic Aquarea habt, dann könnt ihr die gerne unten drunter stellen. Auch wenn ihr zur Klimaanlage, zur Etarea Fragen habt, könnt ihr die stellen. Ich beantworte heute in diesem Video aber nur die Fragen, die zur Aquarea, also zur neuen Wärmepumpe von Panasonic, gestellt worden sind. Beziehungsweise ich versuche die natürlich nur zu beantworten. Ich kann das jetzt auch nicht direkt mit also wir haben das nicht direkt auf Video aufgezeichnet. Ich habe nur eine Tonaufzeichnung gemacht, sodass ich euch nur die Antworten wiedergeben kann. Wenn ihr wollt, dass wir nochmal vielleicht ein Video oder dass ich nochmal ein Video zusammen mit einem Mitarbeiter der Firma Panasonic mache, können wir das vielleicht auch gerne nochmal machen. Wie gesagt, vielleicht mit den Fragen, die ihr jetzt noch habt. Oder allgemeinen Fragen zur Firma Panasonic. Könnt ihr ja vielleicht auch stellen, wenn es um allgemeinere Sachen geht. Wie gesagt, könnt ihr alles hier drunter machen. Das sehen wir dann. Fangen wir mal an mit den Fragen. Also die erste Frage, die ich habe, also wie gesagt, eure Fragen ein bisschen durchgeguckt und das, was ich am wichtigsten fand, entsprechend sortiert. Die erste Frage, die ich gestellt habe, war letztlich, warum überhaupt ein Hydromodul? Also warum die Trennung vom Außengerät und Innengerät? Und Abtrennung der Steuerung und des Wassersystems und also der Umwälzpumpe. Da hat Panasonic eigentlich einen recht praktischen Grund, praktisch in Anführungsstrichen. Also es soll erstmal wartungsfreundlicher natürlich sein, dass man einen Großteil der Sachen im Innenraum hat. Dann hat man natürlich, sieht man da Installationsvorteile. Das heißt, diese Geräte werden ja nicht dafür gebaut, dass wir uns die vor die Tür stellen. Also klar sind die dafür da, dass wir die vor der Tür haben, aber sie sind eigentlich nicht unbedingt im Kern darauf konzipiert, dass die DIYler richtig happy sind, sondern sie sind natürlich dafür gebaut, dass Installateure sie gut einbauen können. Und da hat sich diese Innengerätlösung angeboten oder es bietet sich an, weil man da eben dann besser dran arbeiten kann und dergleichen und so fort. Hat auch was mit Wetter zu tun, sicherlich und dergleichen. Also man zieht dann nur weniger Teile in den Innenraum rein. Und kann dann innen weiterarbeiten, innen verbinden, alles anschließen und. Ist sicherlich einfacher, als wenn das alles immer nach draußen gezogen werden muss, gerade die Kabel und dergleichen und so fort. Das war wohl der primäre Grund. Der Nebeneffekt, der sich ergibt, ist natürlich auch, dass zum Beispiel Wärmeverluste, die am Innengerät dann passieren, also an diesen Bauteilen, die im Innengerät verbaut sind, dann im Haus ist, mindestens im Hauswirtschaftsraum, was natürlich auch einen kleinen energetischen Vorteil hat, muss man ja auch so sehen, dass das auch seine Vorteile hat. Ist aber nicht der primäre Faktor gewesen, den Panasonic hier gesehen hat. Panasonic hat es einfach deswegen gemacht, weil sie denken oder sie davon ausgehen, dass es so besser zu montieren ist. Natürlich auch gerade in Verbindung mit dem Speicher, mit dem Wasserspeicher, dann ist natürlich das sowieso ein Bauteil. Dann macht es natürlich auch Sinn, dass man das im Prinzip alles innen dann direkt hat und nicht alles noch wieder rein verlegen muss. Ja, Thema DIY-Anbau insgesamt, da wurde ich nochmal gebeten, darauf hinzuweisen, auf die Sicherheitsvorschriften für Propan als Kältemittel. Ich habe das Video aber ja schon gemacht, jetzt am Donnerstag. Ich verlinke das gerne mal hier oben. Gut, und dann haben wir uns natürlich, habe ich natürlich auch gleich mal gefragt, wenn Panasonic jetzt sagt, naja, DIY könnt ihr machen, aber wir bauen die Anlagen natürlich eigentlich für Installateure. Ja, wo finden wir denn Installateure? Das wurde auch von Zuschauern gefragt. Wie kommt man überhaupt an jemanden, der einem eine Panasonic Wärmepumpe einbaut? Und da möchte ich mal eben darauf hinweisen, es gibt auf der Homepage von Panasonic eine sogenannte Fachpartnersuche. Könnt ihr also euren Ort eingeben
Und dann werden euch Fachpartner, die Panasonic verbauen, angezeigt. Ein kleiner Tipp von mir: Es ist ja nicht unbedingt immer so, dass jede Firma, die mit Panasonic zusammenarbeitet, sich da auch irgendwo einträgt. Ist auch wohl nicht zwanghaft so, dass sie da eingetragen sein müssen, um Partner zu sein. Ein großer Tipp generell bei Wärmepumpen ist: Fragt nicht den Heizungsbauer, sondern fragt den Kälteanlagenbauer bzw. den Klimatechniker. Oft sind die Kälteanlagenbauer, Klimatechniker sogar bessere Partner für Wärmepumpen als Heizungsbauer. Heizungsbauer lieben die heiße Flamme, dimensionieren gerne riesengroß und. Und da sind sicherlich gerade die Kälteanlagenbauer, die Klimatechniker etwas mehr im Thema, weil das ja nun im Grunde genommen auch eine Klimaanlage ist, wenn auch eine andersrum gebaute oder hauptsächlich andersrum gebaute. Aber wie gesagt, es ist eigentlich mehr deren Ressort als das Ressort der Heizungsbauer. Was nicht heißt, dass Heizungsbauer das nicht können. Es gibt Heizungsbauer, die können das sehr gut. Es gibt leider auch einige Heizungsbauer, ja, die wollen einfach nur Kupferrohre zusammenklemmen und so bis zum geht nicht mehr. Da gibt es ja gerade ein sehr schönes Beispiel im YouTube, wo ein Heizungsbauer sich selber seine Wärmepumpe eingebaut hat und ja, damit den Kupferpreis am Weltmarkt erstmal steigen lässt, weil er da 200 Kilometer Kupfer verbaut hat. Gut, muss man dann immer sehen, ob man das so haben möchte. Ich bin ja immer mehr fürs Einfache. Ich denke, dass der Kälteanlagenbauer da vielleicht sogar die bessere Wahl ist. Und wie gesagt, den könnt ihr dann auch selber einfach mal direkt fragen. Du sag mal, verbaust du Panasonic-Wärmepumpen oder würdest du mir die verbauen? Notfalls könnt ihr sie auch selber besorgen. Meistens wollen natürlich die Firmen die besorgen. Ist auch klar, dass Firmen fremdbeschaffte Geräte nicht so gerne einbauen. Liegt wohl auf der Hand. Ah ja, Panasonic hat dann noch darauf hingewiesen, dass die haben ja, wenn man die Förderung auch durch die Förderung geht, dann kann man im Prinzip sich auch ein Angebot ja machen lassen. Und dann würden auch Sie eventuell versuchen, einen Fachpartner in der Nähe zu finden, der euch diese Anlage einbaut und das alles korrekt macht. Da wollte ich auch noch mal eben darauf hinweisen. Ich versuche jetzt immer so ein bisschen das Video bin so die Tonspur nebenbei zu hören. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber ich hoffe, ihr kriegt das alles gut mit. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die nächste Frage ist eigentlich der Wasserspeicher. Und zwar war die Frage, ob man eine Solarthermie an das Kombihydromodul anschließen kann oder wie man das dann machen würde, wenn man noch eine Solarthermie hat. Also an das Kombihydromodul, also den Wasserspeicher, der direkt unter dem Hydromodul sitzt, kann man keine Solarthermie anschließen. Der hat dafür keinen Überträger. Man kann aber, es gibt aber nebenstehende Speicher, auch von Panasonic, die entsprechend einen entsprechenden Wärmeüberträger haben. Sowieso, wenn man mehr als die 185 Liter braucht, kann man einen nebenstehenden Speicher auch von Panasonic daneben stellen. Man kann aber auch Fremdspeicher anschließen. Also ist überhaupt kein Problem, da auch einen Speicher eines anderen Herstellers anzuschließen. Die Steuerung geht trotzdem. Was man dabei eben ein bisschen bedenken muss, ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Speicher hatte, der von einer Ölheizung oder Gasheizung bisher bedient wurde. Dann ist unter Umständen der Wärmeüberträger in diesem Speicher nicht zu klein für die geringe Vorlauftemperatur einer Wärmepumpe. Das muss man, ja, muss man mal eben sich ein bisschen informieren, ob das machbar ist. Und nicht, wenn man bisher eine niedrige Vorlauftemperatur oder eine niedrige Kesseltemperatur auch im Heizkessel hatte, wird das wahrscheinlich so funktionieren. Ansonsten, ja, muss man da eventuell was austauschen. Was auch machbar ist, wenn man einen Wasserspeicher hatte, der auch Solarthermie hat und man macht auch die Solarthermie weg, kann man auch die zwei Wärmeüberträger zusammenschleifen. Das heißt, man führt einfach aus dem Ausgang des einen in den Eingang des anderen und macht ihn als einen großen, um mehr Übertragungsfläche im Speicher zu haben, um eine bessere Übertragung für die Warmwasserbereitung darzustellen. Das geht also auch. Man muss also auch nicht alles wegschmeißen. So ein alter, in Anführungsstrichen, alter Wasserspeicher ist also durchaus weiter zu verwenden. So, dann ging es um das Thema Takten und Steuerung der Panasonic. Also, wenn man sich im HTD-Forum umguckt, gibt es da immer einige, die da so Probleme haben. Man muss natürlich immer sehen, es gibt auch sehr, 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 sehr viele, die da keine Probleme haben. Und ich habe mal Panasonic auch darauf angesprochen. Also wurde mir speziell ein Fall vorgelegt, der dann sagt, die WP legt mit ganz großer Leistung los und macht dann eine lange Pause. Und das ist ein Altbau und dann verliert der Altbau sehr viel Wärme in der Zeit.
Da sagt Panasonic, das sind Probleme, die nicht unbedingt an dem Gerät liegen. Das Gerät hat nur eine 2 Grad Schalthysterese. Sie würden, also wenn es so passiert, dass die Panasonic plötzlich irgendwie Pausen macht, irgendwas macht, was sich wie eine Pause anfühlt, liegt es immer irgendwo in der Hydraulik. Das heißt, irgendwas stimmt da nicht, passt da nicht gut zusammen. Da muss man dann eventuell mal genauer gucken, wo diese Problematik liegt. Eventuell auch einen Fachpartner wirklich mal fragen. Oder auch bei Panasonic den Service anschreiben oder sonst irgendwas. Was ist da los? Eine Geschichte kann natürlich auch immer sein, der Außentemperaturfühler. Es ist ja im Gerät einer. Kann sein, dass es besser ist, den anderen zu nutzen, also einen zusätzlichen einzubauen. Oder auch ist die Steuerung Raumtemperatur gesteuert. Da mal eben gucken, ob das überhaupt alles so Sinn macht. Denn es kann ja auch sein, dass ich in dem Raum, der am besten isoliert ist, die Temperaturmesse, da ist sie erreicht und in anderen Räumen kommt sie dann natürlich nicht mehr in Fahrt. Ist ein weites Spiel. Also wie gesagt, normalerweise soll das Gerät ordnungsgemäß funktionieren, was es bei den meisten auch ja tut. Aber wenn da dann Probleme sind, muss man wohl eher vor Ort gucken, was da direkt im Einbau falsch gelaufen ist oder in der Steuerung vor Ort falsch ist, bevor man dann das Gerät verantwortet. Also so wenigstens Panasonic gesagt, wir sind nicht schuld. Gut, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, dass sie sagen, sie sind nicht schuld. Aber andersrum muss man natürlich bedenken, bei der Vielzahl der Geräte, die da verkauft werden, ist es ja dann doch schon erstaunlich, dass nur so relativ wenige Probleme haben. Da muss ich auch mal sagen, es gibt ja einen YouTuber, der so ein bisschen gegen Panasonic in letzter Zeit ein bisschen Bashing betrieben hat und gesagt hat, die Geräte taugen alle nichts und die Steuerung taucht nichts und dies taucht nichts. Man muss natürlich immer dazu sagen, das sind Geräte, die in Millionen Stückzahlen verkauft sind. Ja, Millionen nicht, aber im Hunderttausender-Bereich in Deutschland sicherlich schon. Und das ist natürlich eine ganz andere Häufigkeit, dass mal Leute Probleme haben, als wenn Geräte verbaut werden, von denen 500 Stück in Deutschland existieren. Das muss man natürlich auch so sehen. So, dann möchte ich hier nochmal auf die ganzen einzelnen Fragen eingehen, damit ich am Ende keine vergesse. Das Thema R290 notwendige Schutzzone ist auch sehr relevant. Da habe ich ja dann heute das Video zugemacht. Vorteile, Nachteile und so weiter habe ich im Panasonic Aquaria L-Video ja schon angesprochen. KWL, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so, fand ich jetzt nicht so interessant, das anzusprechen. Naja, gut. Weil kontrollierte Wohnraumlüftung haben wohl die wenigsten, also ein Lüftungssystem. Gut, mich würde Thema entlehnte Überschussfunktion. Ja, überhaupt Überschussfunktion, PV-Ready, KNX-Steuerung und dergleichen, das ist alles technisch machbar. Habe ich ja im Video zur L auch schon gesagt, im K-Video habe ich es nicht mal extra gesagt. Ihr müsst dazu die Zusatzplatine, das habe ich in dem Video auch gesagt, welche das ist, die müsst ihr da entsprechend mit verbauen. Dann könnt ihr die Anlage auch komplett mit KNX, mit allen möglichen Steuern und natürlich auch komplett SG Ready ansteuern und. Also das ist alles technisch ohne weiteres machbar. Dann hier, mich würde interessieren, ob Sie auch eine kleine 3 kW-Wärmepumpe in Zukunft anbieten und dann mit einem niedrigeren Schaltpegel weit unter 50 bei Volllast. Da muss man mal sagen, die 50 bei Volllast, die da im Papier stehen, die darf man auch nicht zu ernst nehmen. Die sind halt direkt am Gerät gemessen, nicht wie bei anderen in 3 Meter Abstand. Und dergleichen und so fort. Also sie ist nicht sehr laut. Das, was da angegeben ist, entspricht ungefähr etwas mehr als dem, was ein normaler Haushaltskühlschrank hat. Also ungefähr doppelte Lautstärke eines normalen Kühlschranks. Also das ist nicht so dramatisch. 3 kW-Wärmepumpen machbar, allerdings bisher nur in der K-Serie. Da weiß ich noch nicht, ob in der L-Serie nochmal was kommt. Das muss Panasonic dann eventuell noch beantworten. Wenn dich das interessiert, ruhig unter diesem Video nochmal fragen. Dann Aquaria Designer, das hatten wir auch angesprochen. Kurz das Thema sollte inzwischen schon da sein. Die K-Serie war schon drin, auch die L-Serie sollte inzwischen wohl zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt nicht reingeguckt, sollte aber so sein. Hier gab es einen Bug. Mich würde interessieren, ob bei den neuen Serien erreichen Heizgrenztemperatur, Außentemperatur über 20 Grad, dass WW-Heizkreis-Umschaltventil öffnet und die Wärme aus dem Trinkwasserspeicher gezogen wird. In Foren wird das als unerklärlicher Bug bezeichnet. Wird er noch gelöst? Einzig bisher bekannte Gegenmaßnahme ist, die Kiste manuell ganz abzuschalten. Bei Außentemperaturen über 20 Grad sollte man das Gerät in den Sommerbetrieb stellen und rein warm Wasser. Und da empfehle ich auch, jetzt nicht mehr den ganzen Tag warm Wasser zu bereiten, sondern die Warmwasserbereitung auf gewisse
Zeiten festzulegen. Damit kann man das auf jeden Fall vermeiden. Dann sollte das Problem hoffentlich gelöst sein. Panasonic ist davon nicht so direkt was bekannt. Also das ist auch mal wichtig, wenn ihr Probleme mit Panasonic-Geräten habt, ist es natürlich auch wichtig, dass ihr diese Probleme auch an Panasonic weitermeldet. Nur dann können die auch was verbessern. Das muss ich mal an dieser Stelle dazu sagen. Die sind also jetzt nicht den ganzen Tag in irgendwelchen Foren unterwegs und gucken, was Leute für Probleme mit Panasonic-Geräten haben, sondern man muss diese Fehler, wenn man sie dann hat, auch direkt selber an Panasonic melden. Gut, dann haben wir hier die Frage Einbindung Smart Home, KNX und dergleichen habe ich ja schon beantwortet über die Zusatzplatine. Und dann ist hier noch die Frage, ist die Wärmedämmung des Wasserkreislaufs besser ausgeführt als in den alten Modellen? Ja, sicherlich, weil ja auch zum Beispiel die Pumpe nicht mehr draußen ist. Das ist ein großer Vorteil, also Stichwort Frostgefahr bei Stromausfall. Kupferrohre frieren gar nicht so wahnsinnig schnell kaputt. Die größte Gefahr ist natürlich der Kondensator selber und die Pumpe. Trotzdem ist natürlich, wenn ich Stromausfälle häufig befürchte, das habe ich ja schon im Video zur K gesagt, dann ist es sicherlich besser, eine K einzubauen, die also draußen Klimagas hat und kein Wasser. Also wenn man in einer Gegend wohnt, wo häufig doch mal Stromausfälle sind, wo man das öfter erwartet und auch kein Notstromsystem besitzt oder dergleichen und so fort, dann sollte man da eventuell die K nehmen. Dann ist hier noch eine Frage zum Thema Lautstärke. Da hatte ich ja eben schon was zu gesagt. Thema Lautstärke wird kritisiert. Also die Panasonic ist eigentlich eine sehr, sehr leise Wärmepumpe im Verhältnis zu einigen anderen, die ich bisher schon gehört habe. Es gibt Ausreißer, muss man ehrlich sagen. Also der Zuschauer Lars, der hat ja schon einige davon verbaut, auch in der Umgebung und dergleichen. Und da gab es mal eine, die wirklich ein Ausreißer war. Bei der J-Reihe gab es so ein bisschen Probleme manchmal mit dem Gehäuse. Warum auch immer, ob da irgendwo was nicht richtig verschraubt war oder ob da eine Schraube vergessen wurde oder je nachdem, wo sie gesetzt wurde, ein bisschen anders war, konnte man da manchmal merken, hat man das Gehäuse angefasst, wurde sie plötzlich leiser. Da empfiehlt sich dann notfalls auch von innen mal so eine Alubutylmatte oder sowas dran zu kleben, um das Schwingen zu vermeiden. Ist ja immer, wenn die Erregerschwingung des Gerätes in die Eigenschwingung des Gerätes übergeht, dann gibt es Resonanzen. Resonanzen machen Lautstärke. Ansonsten ist die Anlage relativ leise. Dann stand hier auf der ISA, meint ein Vertreter, dass Geräte leiser sind und Panasonic einen realistischeren, genaueren dB-Wert angibt. Das stimmt. Panasonic misst die Lautstärke nicht in 3 Meter Abstand, sondern direkt am Gerät wohl. Also Schalldruckpegel oder Schallpegel. Oder ja, Schalldruck. Und andere nehmen da gerne die 3 Meter oder sonst was und messen dann da irgendwas oder schreiben in ihre Beschreibung dann irgendwie im Nachtbetrieb oder sonst irgendwas. Ich habe da letztens eine gesehen, die behauptete, unter 40 zu sein. Natürlich nur im Nachtmodus. Das ist natürlich dann auch ein bisschen Betrug und Quatsch. Gut, über die Frage von C. Dom gehe ich ein bisschen weg. Da wurde die Antwort oder die Antworten sind schon darunter beschrieben. Ist ja auch immer schön, wenn andere Zuschauer darauf antworten. Über Heischamon kann man da einiges machen mit dem Mindestdurchlauf und Überströmventil. Rein Rücklaufspeicher persönlich. Ich sage, ihr wisst ja, ich mag das nicht so gerne mit Speichern in der Anlage. Dann ist diese Frage hier noch eventuell interessant. Mich würde interessieren, ob Panasonic auch ein Servicenetz in Deutschland aufbauen möchte. Das habe ich ja schon genannt. Man kann also auf der Panasonic Homepage schon jetzt die Fachpartner suchen, die einem da eventuell helfen. Ins ähnliche Horn bläst gleich die nächste Frage. Die Vertriebskette von Panasonic, wie gesagt, normal haben sie natürlich sicherlich, ich denke, ihre Großhändler, keine Ahnung, vielleicht auch direkt. Und dann gibt es natürlich die ganzen Online-Händler, da hatte ich auch was gesagt, hier Nebenstores vom Super Summer Store in Italien, RJTech und. Da gibt es einige, die das verkaufen. Notfalls eben googeln, wenn ihr das selber kaufen wollt, dann ist das eben so. Muss man auch mal notfalls ein bisschen googeln. Dann hatte der C-Domi noch was. Welche Bauteile sind erinnert vom? Ja, genau, die Bauteile sind vorhanden. Das 3-Wege-Ventil aber nur dann, wenn das Kombi-Hydromodul ist, also das, was auch ein Wasserspeicher hat. Im normalen Hydromodul ist das nicht drin. Lässt sich aber nachrüsten. Und ja, wie gesagt, habe ich extra nochmal nachgefragt. Verfügbar ist sie jetzt auch schon. Etaria haben wir gesagt, machen wir in einem anderen Video. Garantie-Gewährleistung. Ja gut, letztlich ist es so, Gewährleistung muss der Hersteller immer geben. Die könnt ihr aber bitte nicht direkt beim Hersteller, sondern immer über euren Händler monieren.
Da wurde mir auch schon gesagt, dass die Händler da einigermaßen gut sind, zumindest der, den Lars hat, und sich dann auch wirklich kümmern. Also im Endeffekt, Gewährleistungsfragen sind völlig unabhängig von der Aufstellung. Garantie ist was anderes, da könnte sich eine Firma ein bisschen querstellen, wenn es kein Fachmann gebaut hat. Aber Gewährleistung ist immer eine Sache des Handels. Also Gewährleistung gibt es natürlich auch. Steuerungsmöglichkeiten habe ich schon gesagt. Sowohl als Luft, Wasser, Wärme als auch als Splitkimmer. Ja, man kann ja, wie gesagt, auf alle Geräte, auf die Innenmodule, auf die Hydromodule auch die KWL-Einheiten draufsetzen. Das ginge also, wenn man einen Luftkanal hat. Ansonsten gibt es die Panasonic Flex, heißt die, glaube ich, oder so. Die kann das dann auch mit Innengeräten, mit Klima-Innengeräten lösen. So, dann war hier, wo kann man die Antworten des Gesprächs nachlesen? Das wurde dann nachher gefragt. Also gar nicht, sondern ihr hört die jetzt in diesem Video, also die, die ich habe. Dann ist hier, kommen die Panas mit Heizwasser aus dem diffusionsoffenen Heizkreislauf einer Fußbodenheizung klar? Ja, sie haben einen Mikroblasenabscheider. Das sollte also eigentlich funktionieren. Notfalls nochmal eben explizit bei Panasonic nachfragen oder beim Händler oder beim Einbauer oder. Dann hier unser Becher. Würde sich zufällig auch neue inkompetente Klima ihren Dienst tun oder ob es mal eine außentemperaturgeführte Leistungsregelung gibt. Natürlich kann man die Panasonic kann man sogar innen- oder Außentemperatur steuern. Also es geht beides. Man kann auch einen zusätzlichen Außentemperaturfühler für eine genauere Außentemperaturmessung einbauen. Das ist mit dem Onboard-Gerät im Außengerät eventuell nicht ganz so günstig. Ist ein bisschen abhängig. Und wenn man dann extra Fühler einsetzt, soll das wohl sehr gut funktionieren. Genau. So, dann steht hier, sollte man die Geräte eventuell auch mal mit denen von LG vergleichen? Die Frage habe ich scherzhaft gestellt. Panasonic ist natürlich der Meinung, dass ihre Geräte besser sind. Das hätte ich aber auch jeden anderen Hersteller fragen können. Wenn ich LG fragen würde, würden die sagen, unsere sind besser als Panasonic. Ist ja wohl klar, ne? Aber ich gehe ehrlich gesagt auch ein bisschen davon aus, ich habe noch gar kein Herz gegeben, dass die Geräte mindestens besser sind. LG macht aber auch keine schlechten Geräte und alle anderen Hersteller sind auch nicht unbedingt alle schlecht oder so. Es sind halt unterschiedliche Qualitätsstufen, das muss man natürlich sagen. Die sehen schick aus, aber eine Monoblock-Variante davon gibt es wohl nicht oder wird wohl eine Yaesha bei mir dann. Ja gut, eine reine Monoblock ist es nicht mehr, es ist jetzt also eine Hydro-Split-Anlage. Das muss man wissen, ob man die paar mehr Anschlüsse oder paar mehr Fittinge dann setzen will oder nicht. Oder im Innenraum keinen Platz hat. Die J-Reihe, wenn sie, die gibt es ja noch, ist ja auch nicht schlecht. Und von daher sollte man da jetzt auch nicht auf Krampf unbedingt, wenn man, weil man nur das, das sind ja keine Handy, wo man dann 1000, im Prinzip 1000 Euro für die nächste neue Funktion ausgibt. Das ist eine Wärmepumpe, die soll 20 Jahre da stehen bleiben. Und ob man sich jetzt vor einem halben Jahr eine Yaesha, eine J eingebaut hat oder jetzt eine L einbaut, das denke ich, das sollte nicht so ein Riesendrama sein. Aber wer weiß, für einige ist es vielleicht eins. Ich grüße an dieser Stelle mal meinen Freund Lars, meinen lieben Zuschauer Lars, der natürlich gerne auch jetzt eine neue hätte, nachdem er ja schon so viele von den Geräten verbaut hat, auch bei Bekannten, hätte er natürlich jetzt auch gerne eine neue. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr weiteres Interesse an diesen Geräten habt, überhaupt an Produktvorstellungen, dann abonniert doch mal den Kanal. Ihr könnt ja auch gerne mal sagen, was euch sonst noch an den Panasonic-Produkten interessiert. Zu Panasonic habe ich hier jetzt einen relativ guten Draht. Wie gesagt, ihr könnt unter dem Video noch zusätzliche Fragen posten. Könnt auch mal schreiben, ob ihr wollt, dass ich noch mal ein Video mit einem Mitarbeiter direkt mache, also ein Interview-Video oder dergleichen. Ich bin dafür alles offen. Auch die Firma Panasonic ist recht offen. Sie sind sehr locker, haben eigentlich, ja, sind. Haben einen guten Style, finde ich, einen guten Umgang und das sollte man eigentlich meiner Meinung nach auch unterstützen, wenn eine Firma nicht so knochig ist. Ich habe damals, bevor ich das erste Klimaanlagenvideo gemacht habe, auch von einer deutschen Firma eine Mail-Antwort bekommen, die mir gleich damit drohten, mit einem Anwalt, wenn ich es denn wagen würde, ihren Namen in einem Video zu erwähnen, ohne vorher alles mit ihnen detailliert abgesprochen zu haben. Und ganz ehrlich, wenn ich da so sehe, wie locker und easy die Firma Panasonic auf meine erste Mail reagiert hat, ich muss ganz ehrlich sagen, die sind mir schon sehr sympathisch. Und das gebe ich ja auch zu, dass die mir sehr sympathisch sind. In diesem Sinne, abonnieren, kommentieren, diskutieren, daumieren. Ciao, ciao.